Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zu einem etwas anderen Video zu Forza Horizon 5. Nämlich werde ich heute über ein Problem reden, welches ich in der Vergangenheit schon immer wieder mal angesprochen habe in Forza Horizon 4, in Videos oder in Livestreams, aber noch nie wirklich konkret ein Video dazu gemacht habe, wo ich einfach mal auch die Zahlen etc. einfach mal wirklich faktisch darlege, um eben mein Problem konkret einmal darzulegen. Und zwar, wer es nicht mitbekommen hat, in den letzten Tagen wurde immer wieder mal einiges von der Cardlist von Forza Horizon 5 bekannt gegeben. Und zwar zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das aktuell alle Mercedes-Modelle, Mercedes-Benz und AMG und auch alle Ford-Modelle, die zu Release in Forza Horizon 5 vorhanden sein werden. Jetzt ist es so, dass man sich die Ford-Liste beispielsweise anschaut und sich denkt, ja, ist ganz nett tatsächlich. Also Ford war schon immer groß vertreten in Forza. Es fliegen ein paar Modelle raus, wo man sagt, okay, muss nicht sein, sowas wie ein Ford GT beispielsweise, der GT2 aus Le Mans damals oder aber auch beispielsweise der Ford XB Falcon, was halt schon sehr nette Fahrzeuge sind, aber allgemein die Ford-Liste an sich ordentlich aufgestellt, grundsolide, kann man lassen. Und dann schaut man sich die Mercedes-Liste an und denkt sich, schwierig. Bei Mercedes haben wir wahnsinnig viele Modelle um das Baujahr 2014, 2013, 2012, sowas um die Ecke rum. Da sehen wir eine alte G-Klasse, G-Klasse, A-Klasse, C63, SLK beispielsweise auch noch. Und naja, das Ganze sorgt eben dafür, dass die Mercedes-Liste in Forza Horizon 5 zu Release sehr, sehr outdated sein wird. Und das Ganze ist ein Problem, was ich schon sehr lange angesprochen habe, dass es ein Problem werden wird. Und ich finde einfach, jetzt ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das Ganze mal konkret auf einen Punkt zu bringen. Wir werden durch die Forza Horizon Historie durchgehen, durch alle Spiele einmal durch und werden uns angucken, wie die Cardlist immer outdateder wurde im Laufe der Zeit. Ich werde auf einige konkrete Beispiele eingehen, die das Ganze nochmal untermauern. Und auch auf ein Argument, was einige Leute bringen oder einige Leute damals immer wieder gebracht haben, wenn ich dieses Problem angesprochen habe. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal damit, dass wir einmal durch die Forza Horizon Reihe durchgehen und uns anschauen, wie die Cardlist immer mehr outdated wurde im Laufe der Zeit. Ja, und bevor wir das machen, müssen wir erstmal ganz kurz darauf eingehen, was denn überhaupt im Sinne dieses Videos ein modernes Fahrzeug ist. Ein modernes Fahrzeug muss natürlich jeder für sich selbst definieren, aber für mich habe ich das jetzt mal so definiert, dass ein modernes Fahrzeug ein Wagen ist, der zum Release-Jahr des Spiels rauskam oder aber 2 Jahre älter ist maximal. Als Beispiel von Forza Horizon 1, das kam 2012 raus, da würden Fahrzeuge, die 2011 oder 2010 gebaut wurden, immer noch modern sein, sage ich einfach mal. Bei Forza Horizon 2, was 2014 rauskam, wären das dann Fahrzeuge aus dem Jahr 2014, 13 oder 12. Oder natürlich jünger, weil das ist auch ab und zu mal passiert. Dass in Forza Horizon 1 beispielsweise 2013er Fahrzeuge reinkamen oder in Forza Horizon 2 2015er Fahrzeuge. So habe ich das Ganze jetzt eben für dieses Video definiert, weil das quasi auch ein bisschen das widerspiegelt, dadurch, dass wir in Forza Horizon sehr lange einen 2-Jahres-Rhythmus hatten, beinhaltet das quasi alle Fahrzeuge, die zum Release des Vorgängerteils noch aktuell waren und alles, was halt zwischendrin rauskam. So weit habe ich das Ganze jetzt also definiert. Und wenn wir uns dann mal Forza Horizon 1 anschauen, dann hatte Forza Horizon 1 insgesamt 209 Fahrzeuge. Davon waren 91 nach meiner Definition modern und 118 waren nicht modern. Das Ganze sorgt dann dafür, dass in etwa 40% der Fahrzeuge aus Forza Horizon 1 modern waren und 60% eben nicht modern. Was eine sehr, sehr gute Quote ist, finde ich tatsächlich. Forza Horizon 1 hatte damals eine sehr, sehr gute Aufstellung an modernen Fahrzeugen, sehr, sehr viele. Wie vielfältig das Ganze jetzt ist, darum soll es in diesem Video nicht gehen. Es geht hier wirklich tatsächlich zum Großteil jetzt in diesem Segment um die reinen Zahlen. Und da sehen wir eben, wie gesagt, in Forza Horizon 1 knapp 40% an modernen Fahrzeugen.
In Forza Horizon 2 sieht das Ganze dann schon ein wenig anders aus. Ich beziehe mich hierbei auf die Xbox One Version von Forza Horizon 2 und ich habe natürlich die Day One Fahrzeuge, den Fiesta, den A45 und den Challenger SRT 392 rausgerechnet, weil, naja, das sind halt quasi gleichzusetzen zu den Forza Editions bzw. Horizon Editions aus Horizon 3 und 4, die ich dann da natürlich auch rausgerechnet haben werde, weil das sind halt quasi 1:1 Duplikate aus den Fahrzeugen, die auch so schon im Spiel sind. Und wenn man diese Fahrzeuge rausrechnet, dann haben wir 313 Fahrzeuge insgesamt in Forza Horizon 2, wovon dann 92 Stück modern sind und 220 sind nicht modern. Man darf jetzt nicht den Fehler machen und sagen, dann ist ja nur ein moderner Wagen dazugekommen in Horizon 2, weil natürlich die Fahrzeuge von 2011 bis 2010, die in Horizon 1 noch modern waren, jetzt das in Horizon 2 eben nicht mehr sind. Also es sind deutlich, deutlich mehr moderne Fahrzeuge hinzugekommen, als das jetzt vielleicht im ersten Moment aussieht. Nur weil die Zahl halt ähnlich ist, heißt es nicht, dass sich da quasi nichts getan hat. Dennoch sind dann in Forza Horizon 2 nur noch tatsächlich 30% in etwa der Fahrzeuge modern und 70% schon sind nicht mehr modern. Und das Ganze wurde ein bisschen ausgeglichen, sagen wir einfach mal, durch den Car Pass. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, hier geht das schon in eine leicht andere Richtung. Aber das Ganze zeichnet sich wirklich erst, finde ich, dann ab Horizon 3 richtig ab. Und deswegen würde ich sagen, springen wir da einfach mal auch direkt hin. Und da würde ich sagen, machen wir es auch einfach mal kurz und schmerzlos. Wie gesagt, Forza Editions, beziehungsweise damals noch Horizon Editions, sowie die Pre-Order-Fahrzeuge habe ich hier rausgerechnet. Und somit haben wir 484 Modelle in Forza Horizon 3, wovon 91, was immer noch, wie gesagt, eine sehr ähnliche Zahl ist zu Forza Horizon 1 und 2, modern sind und 393 sind nicht modern. Das bedeutet, im Schnitt nur noch jedes vierte Fahrzeug oder 25% der Autos in Forza Horizon 3 waren modern, als die DLCs und alles durch waren. Und 75% waren das eben schon nicht mehr. Und das ist schon, finde ich, eine sehr, sehr harte Quote, wenn nur noch, wie gesagt, jedes vierte Fahrzeug in einem Top-Rennspiel, in einem der größten Rennspiele damals auf dem Markt modern ist, dann ist das schon nicht ein allzu gutes Zeichen. Aber in Forza Horizon 4 haben wir dann dahingehend auch eine, ja, auf der einen Seite recht ähnliche Situation, auf der anderen Seite auch eine etwas andere Situation. Und was ich damit meine, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Denn Forza Horizon 4 hat abzüglich der Forza Editions sowie der Pre-Order Cars und dem Willkommenspaket 708 Fahrzeuge insgesamt im Spiel. Davon sind 140 Stück modern, was tatsächlich ein guter Schritt nach oben ist. Allerdings auch 568 Fahrzeuge in Forza Horizon 4 aktuell sind nicht modern. 568. Prozentual sind wir hier bei einer ähnlichen Quote, wie wir es in Forza Horizon 3 waren. In etwa 25% der Fahrzeuge sind modern und 75% sind es eben nicht. Dennoch am Ende des Tages, wenn wir die absoluten Zahlen sehen, in dem Fall, dann ist das wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und warum dieses Problem sich im Laufe des Releases nur verschlimmert hat und eben nicht sich bessern konnte, das werde ich auch später noch tatsächlich aufklären. Aber wir sehen hier, wie gesagt, so ein bisschen das Problem, dass sich das Ganze nicht in eine Richtung entwickelt, dass man jetzt positiv hingehen könnte und sagen könnte, ja, die Kalis von Forza Horizon 5 wird auf jeden Fall moderner, weil bisher geht das eben sehr, sehr stark in eine etwas andere Richtung. Und jetzt gab es eben dann einige Leute immer wieder, die gesagt haben, ja okay, die modernen Fahrzeuge werden halt dann einfach per DLC nachgereicht. Diese Aussage ist per se an sich schon mal ein bisschen schwierig. Warum das ist, werde ich auch später noch sagen. Aber wenn das so ein Argument ist, was so häufig kommt,
dann würde ich sagen, können wir doch darauf auch direkt mal eingehen und werden uns mal die Carpas von jedem der 4 Forza Horizon Titel aktuell anschauen, werden uns angucken, wie viele Fahrzeuge daraus modern sind oder nicht. Und im Falle von Forza Horizon 4 werden wir dann auch noch auf die weiteren Carpacks eingehen, die erschienen sind, auf die Expansions, die damit integriert sind, quasi dann in diese Liste, sowie auch noch auf die Updates, weil davon kamen ja auch einige. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir damit einfach mal an. Ja, und da beginnen wir natürlich dann auch wieder beim Forza Horizon 1 Carpass. Wenn wir zurückerinnern, die Fahrzeuge aus Forza Horizon 1, wenn sie damals modern gelten sollten, nach meiner Definition, waren aus dem Baujahr 2012 bis 2010 oder aber jünger. Und im Forza Horizon 1 Carpass waren 7 Carpacks, A6 Fahrzeuge drin, sowie auch noch einige Bonusfahrzeuge ab und zu mal. Und im Endeffekt gab es dort 25 moderne Fahrzeuge und 21 nicht moderne Fahrzeuge. Was heißt, in etwa 50% der Fahrzeuge des Carpass waren in Forza Horizon 1 modern. Was exakt die Quote ist, finde ich, die man durchaus halten sollte im Carpass. Und da würde ich auch sagen, gehen wir dann direkt weiter zum Forza Horizon 2 Carpass. Dort hatten wir 6 Carpacks A6 Fahrzeugen sowie dem Noble M600 als Bonuswagen, wenn du den Carpass gekauft hattest. Deswegen ist der hier auch mit eingerechnet. Und im Endeffekt waren es dort dann 17 moderne Fahrzeuge und 20 nicht moderne Fahrzeuge. Was heißt, auch hier sind wir wieder bei einer Quote von etwa 50% der Fahrzeuge, die im Carpass modern sind, und halt auch dementsprechend 50%, die nicht modern sind. Was immer noch die perfekte Quote ist. Im Forza Horizon 3 Carpass war es im Prinzip das gleiche Spiel wie in Forza Horizon 2. Man hatte 6 Carpacks, allerdings mit je 7 Fahrzeugen. Und 20 Fahrzeuge aus dem Carpass waren modern, 22 waren es nicht. Auch hier haben wir wieder diese 50%ige Quote an Fahrzeugen, die modern sind, und Fahrzeugen, die es eben nicht sind. Und dann kommen wir zu Forza Horizon 4. Da war der Carpass ein bisschen anders, da gab es keine Carpacks, sondern der Carpass hat halt 42 Fahrzeuge beinhaltet, die der Reihe nach dann alle erschienen sind. In Forza Horizon 2 waren von diesen 42 Fahrzeugen gerade mal 15 modern und 27 waren es nicht. Dort war dann also in Forza Horizon 4 im Carpass gerade mal ein Drittel der Fahrzeuge modern. Was schon eine Entwicklung in die falsche Richtung ist. Und zwar genau zum falschen Zeitpunkt, nämlich zu einem Zeitpunkt, als die Carlist von Forza Horizon 4 ja sowieso schon nicht unbedingt die modernste war, sind dann eben per DLC, per Carpacks, noch weniger moderne Fahrzeuge reingekommen. Und auch wenn wir uns die anderen DLCs, die eben nicht im Carpass waren, also auch die Expansions beispielsweise, anschauen von Forza Horizon 4 und uns da mal angucken, welche Fahrzeuge da so reinkamen, dann waren das 28 Autos insgesamt in den DLCs außerhalb des Carpass und davon waren 8 Stück modern und 20 nicht. Das ist gerade mal ein Viertel der Fahrzeuge in den weiteren DLCs von Forza Horizon 4, die modern waren. Positiv erwähnen muss ich da an der Stelle Fortune Island tatsächlich, weil da war es die angesprochene 50-50-Quote. 50% der Fahrzeuge modern, 50% nicht. Aber auch hier bei den DLCs greift das Argument, ja, die Fahrzeuge werden halt per DLC nachgereicht, die modernen, nicht so hundertprozentig. Weil wenn die Carlist sowieso schon nicht modern ist und es werden weit mehr nicht moderne Fahrzeuge nachgereicht als moderne, dann kann die Rechnung irgendwie nicht so richtig aufgehen. Aber natürlich sind in Forza Horizon 4 auch wahnsinnig viele Fahrzeuge per Gratis-Update noch nachgekommen, über tatsächlich mehrere Jahre. Und das muss ich allgemein sagen, hierzu tatsächlich, dass ich es wahnsinnig positiv finde, dass das gemacht wurde und ich mich wirklich über jeden Wagen freue, der for free ins Spiel reingekommen ist. Das hat jetzt mit dem Folgenden gar nichts zu tun. Aber es geht hier wieder nur darum, dass halt auch gesagt wird, ja, die Fahrzeuge werden dann halt auch vielleicht einfach in den Updates nachgereicht. Naja, von den 149 for free nachgereichten Fahrzeugen in Forza Horizon 4
waren 54 gerade mal modern und 95 waren es nicht. Das ist auch wieder eine Quote von gerade mal einem Drittel. Das heißt, wir haben im Carpass gerade mal ein Drittel an modernen Fahrzeugen. Wir haben in den weiteren DLCs gerade mal ein Viertel an modernen Fahrzeugen. Und wir haben in den Gratis-Updates gerade mal ein Drittel an modernen Fahrzeugen. Also, ich weiß jetzt nicht, welche Rechnung diese Menschen führen, die sagen, diese Fahrzeuge werden alle noch nachgereicht. Aber die Rechnung kann irgendwie nicht so richtig funktionieren. Weil am Ende des Tages sorgt exakt diese Entwicklung dafür, dass die Kalis eben immer unmoderner werden. Dass eben Fahrzeuge ja nicht nachgereicht werden. Und mittlerweile sind wir wirklich an einem Punkt, wo das Ganze zum Problem wird. Als Beispiel. Der Lamborghini Huracan Performante wurde auf dem Genfer Autosalon im März 2017 vorgestellt und war sofort einer der meistgewünschten Wagen, den die Leute haben wollen in Forza Horizon. Und damals war er noch, wie gesagt, März 2017, Forza Horizon 3 war noch der aktuelle Titel und Forza Horizon 4 war noch über anderthalb Jahre entfernt. Jetzt hat man sich gedacht, okay, in Horizon 3 wird das vielleicht schwierig, dass der noch reinkommt, aber vielleicht ja in Horizon 4 zu Release dann. Gerade dadurch, dass PlayOn Games und Lamborghini eine sehr gute Partnerschaft haben und Lamborghini ja beispielsweise auch zweimal das Covercar von Forza Horizon gestellt hat, einmal davon sogar der Huracan in Forza Horizon 2 damals. Und ja, am 18.11.2017 hat The Crew 2 den Huracan Performante dann gratis ins Spiel gebracht. Am 20.12.2017 hat Assetto Corsa eine Rennsimulation ihn gratis ins Spiel gebracht. Forza Horizon 4 kam raus, der Wagen war nicht drin. Ab dem Zeitpunkt von Release an war der Performante auch das meistgewünschte Fahrzeug in Forza Horizon 4 von der Community im offiziellen Forum. 28.10.2019, Need for Speed Heat wird released und hat sowohl das Coupé als auch die Spider-Version vom Huracan Performante im Spiel. Erst am 23. Januar 2020, über ein Jahr nach Release, hat Forza Horizon 4 ihn dann gratis ins Spiel gebracht. Und naja, wenn wir das jetzt mal übertragen, beispielsweise auf ein anderes Fahrzeug, was auf dem Genfer Autosalon 2017 vorgestellt wurde, nämlich der Ferrari 812 Superfast. Dieser war von Tag 1 an in Forza Horizon 4 zu Release, so wie es der Lamborghini Huracan Performante auch hätte sein müssen eigentlich. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf noch was anderes übertragen, nämlich auf Forza Horizon 5 eben, uns einen ähnlichen Wagen nehmen, den AMG GT Black Series beispielsweise, und dann eben der Logik folgen, die wir jetzt beim Performante gesehen haben, wo wir eben auch gesehen haben, er hätte zu Release schon durchaus im Spiel sein können, auf jeden Fall, wenn PlayOn Games gewollt hätte. Und wir übertragen das Ganze jetzt, wie gesagt, auf den GT Black Series für Forza Horizon 5. Dann wäre der nach einer ähnlichen Logik erst Anfang 2023 im Spiel. Und jetzt möchte ich mal den Leuten, die sagen, diese ganzen Fahrzeuge, die modernen, die werden ja alle noch nachgereicht. Unabhängig davon, dass das zum einen rein von den absoluten Zahlen her und von den prozentualen Zahlen her schwierig wird, wollt ihr eine Carlist haben, die zu Release schon wahnsinnig gut ist? Oder wollt ihr erst 2023 in einem Spiel, was 2021 rauskommt, eine Carlist haben, die durchaus gut ist? Ich bin mir da relativ sicher, was da die meisten sagen werden tatsächlich. Und ein weiteres großes Problem, was eben zu dieser Entwicklung beigetragen hat, dass die Carlist immer unmoderner wurde, ist, dass gewisse Fahrzeuge einfach nie geupdatet wurden.
Und dafür würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt zu Mercedes zurück, die ich ja eingangs bereits erwähnt habe, dass alle Mercedes-Modelle, die zu Release in Forza Horizon 4 sein werden, vorgestellt wurden. Und da habe ich ja auch gesagt, dass sehr viele der Modelle so um das Jahr 2012, 2013 im Spiel sein werden. Beispielsweise der A45 AMG oder der SLK, was die modernsten Fahrzeuge ihrer Baureihe in Forza Horizon 5 sein werden. Nicht nur sind diese Modelle mittlerweile fast 10 Jahre alt und haben teilweise seit 2018, seit Release von Horizon 4, schon grundlegend neue Generationen und innerhalb dieser Generationen Facelifts bekommen, sondern das sind Fahrzeuge, die seit Forza Horizon 2 bereits in der Horizon-Reihe sind. In Forza Horizon 2, 3, 4 und auch Horizon 5 wird der A45 AMG, den wir wie gesagt in Horizon 2 damals hatten, die modernste A-Klasse sein und die A-Klasse sein, die du fahren musst, wenn du eine A-Klasse fahren möchtest. Denn eine moderne, beispielsweise von der 177er Baureihe, was die aktuelle Generation ist, existiert nicht im Spiel. Und um das Ganze vielleicht noch ein wenig krasser zu visualisieren, nehmen wir uns den G65 AMG. Dieser ist seit Forza Horizon 1 die modernste G-Klasse in der Forza Horizon Reihe. Seit Horizon 1. Das heißt, mittlerweile auf der Last Gen Xbox 360, auf der Last Gen Xbox One und auf der Next Gen der Xbox Series X über drei Konsolengenerationen hinweg also, musst du, wenn du eine G-Klasse fahren möchtest, auf das Modell, was damals auf der Xbox 360 in den Spielen war, zurückgreifen, weil diese Modelle einfach nie geupdatet wurden. Und gerade im Fall Mercedes kann ich das in Forza Horizon 5 einfach überhaupt nicht verstehen. Wenn ich das einfach mal ganz kurz nochmal so ein bisschen, warum ich jetzt so stark da auf Mercedes agiere, nicht nur, weil Mercedes halt jetzt wie gesagt die Fahrzeuge sind, die bereits angekündigt wurden, sondern weil Mercedes das Covercar vom Spiel stellt. Ich glaube nicht, dass PlayerUnknown's an einen AMG One rankommt, aber nicht an einen modernen A45 oder A35. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, genauso auch bei jedem anderen Mercedes-Modell. Und selbst die moderne E-Klasse, in Anführungszeichen, die wir jetzt im Spiel haben werden, in Forza Horizon 5, ist aus dem Baujahr 2018, damals als Horizon 4 released wurde, hätte diese E-Klasse im Spiel sein müssen. Mittlerweile hat die auch schon ein Facelift bekommen, letztes Jahr. Und ich finde einfach, PlayerUnknown's schaufelt sich da so ein wenig ihr eigenes Grab. Sie updaten die Modelle nicht, die sie haben. Sie bringen verhältnismäßig immer weniger moderne Fahrzeuge ins Spiel und schaffen damit eben eine sehr unmoderne Carlist. Und ich würde jetzt auch einfach mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sich das zu Release in Forza Horizon 5 nicht ändern wird. Und das Ganze ist halt eben insofern dann nur dann zu beheben, wenn wirklich massiv an modernen Fahrzeugen nachgepatcht wird. Aber auch hier, wie gesagt, wiederum, die Carlist sollte nicht erst in ein paar Jahren modern sein. Ein Spiel wie Forza Horizon 5, was wahrscheinlich das größte Rennspiel bis Forza Horizon 6 sein wird, sollte zu Release schon ein sehr, sehr starkes Line-up an modernen Fahrzeugen haben. Und das wird, so würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, nicht der Fall sein, weil die Entwicklung sich einfach in eine andere Richtung entwickelt.
das ist einfach wahnsinnig schade. Das tut mir im Herzen wirklich weh, dass man es einfach vergisst, moderne Fahrzeuge reinzutun oder bewusst ignoriert. Ich weiß es nicht, dazu kann ich nichts sagen. Aber es wird auf jeden Fall nicht gemacht. Es kommen weniger moderne Fahrzeuge rein, als reinkommen müssten. Und das ist einfach wahnsinnig schade und das wollte ich in diesem Video einfach mal präsentieren. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema unten in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben sowie ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!